Hallo, ich bin Klaus der Klempner. Nein, heute ist Dienstag. Ich bin James der Gärtner. Und heute schauen wir uns die Gattung Helleborus an. Kommen Sie mit. So, jetzt habe ich einen Verteidigungswall aus Helleborus. Sehr gut. Zwischen Herbst und Frühjahr. Die Gattung Helleborus bereichert unsere Gärten mit wunderschönen Blüten und auch schönes Laub. Und mittlerweile blühen alle Pflanzen zur gleichen Zeit und zwar für immer. Aber eigentlich die Helleborus-Geschichte fängt hier an mit Helleborus niger oder die Christrose. Und sie blüht ja, im Herbst, ab Herbst kann man sagen. Und hat wunderbare weiße Blüten, ist relativ klein vom Wuchs her, eignet sich sehr gut als Topfpflanze für den Balkon oder auf der Terrasse, weil sie mag es überhaupt nicht warm. Also im Zimmer kommt sie nicht wirklich zur Geltung. Am liebsten draußen, wenn Sie einen Garten haben, dann natürlich auspflanzen können Sie unter einem Baum, vor den Sträuchern, also lichten Schatten. Kommt sie sehr gut zurecht. Und dann, ein bisschen später, also im Neujahr, Januar, Februar, fangen die Lenzrosen an. Hier haben wir Lenzrosen, die Helleborus orientalis Hybriden. Und das sind die, die diese wunderbare purpurfarbene Blüten haben. Es gibt auch welche in Weiß und alle Töne dazwischen. Und deswegen mag ich die am liebsten. Die sind ein bisschen größer als die Christrosen und sie stehen eher so aufrecht. Die Christrose neigt dazu, ein bisschen auseinanderzufallen. Ich mag die Lenzrosen besser, weil sie ein bisschen ordentlicher sind. Und wenn sie sich wohlfühlen in ihrem Garten, die werden sich untereinander kreuzen. Und dann haben sie, die Samen sich sehr gerne aus und dann haben sie nach ein paar Jahren sehr viele Sämlinge. Und das Farbspiel, das da entsteht, ist absolut großartig. Was für einen Boden brauchen sie? Durchlässig, humus. Eigentlich mögen sie einen so leicht alkalischen Boden, aber ich würde mich nicht zu arg in diese sauer-alkalische Falle fangen lassen. Sobald oder solange der Boden humus ist, dass es genügend, ausreichend organisches Material gibt, dann fühlen sie sich wohl. Und das heißt Herbstlaub natürlich, wissen wir. Also, und dann habe ich gerade jetzt eine Pflanze entdeckt. Das ist die Sorte Helleborus Eric Smithii Marlon. Und das ist eine Kreuzung aus drei verschiedenen Helleborus, Helleborus Niger, also unsere Christrose, Helleborus argutifolius, das ist die korsische Christrose, und Helleborus lividus, das ist die Mallorca Christrose oder sowas. Also drei verschiedene Helleborus haben wurden verwendet, um diese wunderbare Pflanze zu kreieren. Und schauen Sie, wie aufrecht und stabil sie da steht und wie viele Knospen sie hat. Sie ist eine sehr reichblühende, sehr langblühende Pflanze von Herbst bis in den Frühjahr. Und ich mag diese Blüten und diese Farben. Das Farbspiel finde ich absolut göttlich. Sehr wichtig, aber auch die Insekten mögen die auch. Ja. Hummeln sind sehr früh im Jahr unterwegs und solche Pflanzen suchen sie aus. Also wenn sie Helleborus im Garten pflanzen, dann tun sie wirklich was für die Insekten im Land. Also machen Sie es zu Hause. Falls Sie Fragen haben zu Helleborus oder andere Themen, die wir hier behandeln, dann schreiben Sie bitte in die Kommentare unten. Ich versuche einmal die Woche mindestens reinzuschauen und die Fragen, die ich dort finde, zu beantworten. Und falls Sie Anregungen haben für weitere Filme, gerne nehmen wir alle Anregungen an und versuchen weitere Filme zu drehen.
Ansonsten schauen Sie bei den Filmen, die wir schon gedreht haben, hoffentlich finden Sie da was Hilfreiches oder Unterhaltsames. Wir werden uns freuen, wenn Sie das machen würden. Also, bis bald und tschüss.